Bei den Preisen, was haben wir? Pizzakäse und Reiniger. Yamo-Reiniger und Cheesy Pits. Yamo-Reiniger. Was ist denn der Yamo-Reiniger? Ja, das ist der Yamo-Reiniger. Der kostet jetzt 8,67. Alles klar. Nee, alles klar. So. Und die Yamo-Pizza. Nee, die, wie hieß die? Die Cheesy-Pizza? 9,84. Irgendwas mit Pizzakäse. Die hier. 7,22. So. Alles klar. Wir können ja mal stichprobenartig durchgehen. Ob wir irgendwo noch 6,99. Was kostet Hähnchen? 10,36. Was machen die Kartoffelkes? Ja, das ist alles korrekt hier, ne? Ne, die sind zum Beispiel sehr teuer. 5,99. Okay. Warum ist das so? Ich erinnere mich dunkel. Kann es sein, dass ich mal irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, da durchzulaufen? Weil es halt irgendwie doch total repetitiv war? Geh doch mal weg. So. Siehst du hier, der ist auch ein bisschen teuer. 9,95. Aber dann kann man sich wenigstens an dem Preis orientieren. Weißt du, dann muss ich mir da 2,8. Muss ich mir da nichts ausdenken, ne? Oder wie ganz am Anfang habe ich ja noch schön hier mit Programm gearbeitet und das jedes Mal 10% draufgerechnet. Aber es ist halt auch immer so ein Punkt, dann wird was umgemodelt von dem Entwickler und schon, ne? Die Aussage mit kein Bock etc. könnte von dir gekommen sein. Ja, ne? Was eigentlich gar nicht meine Art ist. Also ich reg mich da auch ehrlich gesagt immer drüber auf. Wenn ich dann mir irgendwelche YouTube-Videos angucke. Am besten noch Tutorials. Ja, da habe ich jetzt keinen Bock zu. Ja, dann mach das doch nicht. Dann mach doch kein Tutorial, du Vogel. Weißt du? Aber hier in solchen Dauer-Let's Plays erwische ich mich leider auch immer dabei, festzustellen, dass es manchmal... Ja, es ist einfach... Wie soll ich sagen? Repetitiv, ne? Sich ständig wiederholend. Da ist jetzt hier mal Preise kontrollieren eine Ausnahme, aber ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wenn du den 100. Preis kontrolliert hast, du auch keine Lust mehr hast, ne? Weil das auch wieder so eine Arbeit für Doofe ist. Irgendwie. Ne? Auch Fussel ist halt nur ein Mensch. Aber was für einer? Habe ich jetzt geguckt, so. Da ist viel Mensch drin. Viel Mensch. Mhm. Wobei, ich habe jetzt gelesen, Wasser dehnt sich ja bei Kälte aus. Und da wir ja zu Masse aus Wasser bestehen, ist mir einfach nur kalt. Ich bin gar nicht fett. So, ist nur kalt. 2,51, das stimmt. 2,60 stimmt. 2,17, ja, da ist ein Zahlendreher drin. Und ich wiederhole ihn natürlich. So. 3,19, 2,33, 2,60, 2,84. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt 3 Monate nicht gespielt, dieses Spiel. Ziemlich genau 3 Monate. Der letzte Stream war am 9.04. Die Folgen hatte ich jetzt geschnitten, die sind jetzt gerade hochgeladen und fangen... Es waren nur 4 Folgen. Ich habe auch relativ kurz nur gespielt an dem Tag. Es waren 4 Ingame-Tage, also 4 Folgen. Die müssten Samstag, Freitag, Mittwoch beginnen. Morgen. Übermorgen. Wir haben noch gar nicht Dienstag. So, Nobelpreis verdächtig, die Sache mit der Kältetheorie, ne? Ja, denke ich auch. Was man so liest. 5,97. Gehen jetzt mal eben die Regale hier durch. Den hatten wir. Die hatten wir auch schon, ne? Mal gucken. Passt. Die inneren Regale mache ich später. Ich werde das nie machen, ich weiß. So, wir füllen mal wieder auf. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Macaroni und Nudeln und Nudeln. Zweimal Nudeln. Macaroni, Eimer, Nudeln. Einmal die und zweimal die, ne? Bleiche.
Warte mal, warte. Einmal Bleiche, zweimal Bleiche. So, dann haben wir das. Das sieht ja alles ziemlich voll aus hier, ne? Das haben wir. Ach, die holen gerade von draußen, ne? Ich war schon wieder am Zweifeln. Ich denke schon wieder so, die bringen doch hier alles durcheinander. So, die durch den Shop laufenden Hilfswillis sind das Mitarbeiter, die den Warenbestand auffüllen. So sieht's aus, genau. Die sind, wenn du bei Folge 9 bist, da gab's die noch nicht. Die sind dann eingeführt worden und haben nur hier gestanden und Chaos gemacht. Und mit dem Update ist jetzt gekommen, dass die auch die Waren, die ich bestelle, die hier auf der Straße landen, die muss ich jetzt nicht mehr auffüllen, sondern das machen die jetzt. Die schmeißen die jetzt in die Regale rein. Das ist auch ganz neu. Müsli und Zucker. Das passt ja auch zusammen. Weißt du, das Müsli? Das ist übrigens das Bienenmüsli mit echten, crunchigen Bienen. So, einmal Zucker. Und die helfen mittlerweile ganz gut mit hier. Also, das, sie sind deutlich verbessert worden. Wir brauchen einmal den Schmirnoff und einmal den Wein. So, Wodka, Schmirnoff, das ist der. Und Wein, und das ist der. 6 Stück, wir können bestellen. Zack. Weißt du, und jetzt wird das ja wieder hier draußen hingeworfen. Und dann gehen die Jungs los. Füllen das alles auf. Und ich habe mir nichts mehr was zu tun. Ich muss nur noch bestellen. So. Mayo, Ketchup und scharfe Soße. Ketchup. Leider ist immer noch der Preisgap bei 6. Gute Sache, du bist beim Rein- und Rausrennen ja immer an der Tür hängen geblieben. Weil die es nicht in den Weg geschmissen hat. Ja, guck dir das mal an. Wie sollen denn Menschen wie wir hier... Gott sei Dank haben sie die Ecke jetzt abgerundet. Weißt du, was ich für blaue Flecke hier hatte? Jedes Mal, verdammte Scheißengelkiste. Könnte ich mich aufregen. Aber man kann ja erweitern. Muss jetzt einer schreiben. Dann kannst du dein Lager erweitern. Ja. So, Toilettenpapier. 1x3. Nee, ich finde das gut. Also das kommt mir wirklich entgegen. Dass die das jetzt machen. Finde ich super. Weil das entspannt echt total. Ich bin auch so entspannt, ne? Was brauchen wir denn? Toast. Zweimal den kleinen Toast, ne? Okay. Fertiggerichte mache ich auch mal. Aber das, glaube ich, war das Toast oder war das Brot, war das, glaube ich, ne? Genau. So, dann können wir ja hier mal weitermachen. Das sind diese ganzen Tiefkühlnummern, ne? Das heißt, wir brauchen einmal Weißbanderolenwasser und einmal O-Saft. Also Wasser, Weißbanderole, O-Saft. Ja, Saft mit O. Dann nehmen wir zweimal Bohnen, waren das, glaube ich. Bohnen? Oder war das Gemüse? Bohnen? Ne, sind Bohnen. Alles klar. So, wie geht's dir offline, im Real Life denn so? Alles soweit okay? Ja. Also ich bin ja noch mit meinen Ameisen hier beschäftigt. Die fressen gerade extrem viel Zeit, weil wir da ein besonderes Event haben. Da habe ich ja jetzt gerade einen Short für rausgebracht. Ich hatte auch schon mal ein kleines Video rausgebracht. Also da sind wir jetzt den ganzen Tag irgendwie beschäftigt. Aber ansonsten, ich kann nicht klagen. Also läuft. Ja, wie immer bergab und auf den Abgrund zu, aber es läuft. Also, ne? Man kennt das ja. Was war denn das nochmal für eine Tiefkühl? Was ist das? Was waren das nochmal? Das waren Kartoffelbällchen, ne? Danke der Nachfrage. Wie geht's dir denn so? Kartoffel. Ja, genau, das waren die Kartoffelbällchen. Und dann kann ich jetzt auch Pommes bestellen. So. Jetzt kommt der Ritt der Walküren. Das ist, glaube ich, ein Gemüsemix oder sowas. Aber war das Gemüse? Gemüse? Ja! Juhu! Guck mal, ich bin gar nicht so blöd, wie andere aussehen.
Heute stehen wir am Abgrund, morgen sind wir einen Schritt weiter. Genau so sieht's aus. Das ist doch das Lebensmotto. Eis. Also die Suppe ist super, ich bleib dabei, aber boah, die gibt Pötchen. Das ist für Stream auch nicht so ideal, Körper. Was hältst du denn davon, wenn du dich jetzt mal nicht so rumzickst? Hm? Oh, die Fertiggerichte. Ah, was war das denn das noch? Das hier ist, glaube ich, dieses. Das war Schinken. Ah, das war Schinken? Also Lasagne, Schinken und was war denn das noch? Das war irgendwas mit Muscheln oder so, ne? Sofort. Warte, ich gehe gleich drauf ein. Beim Eis muss ich nochmal gucken. Genau, da gab es den noch. Ah, das war Schinken. Schinken, Schinken, Schinken. Schinkengebäck, richtig. Galette, das ist diese Sache aus der Provence. Lasagne. Ah, was waren das denn nochmal? Muscheln? Jakobsmuschelgratin. Ja, siehst du, hatte doch letztens erst noch Auftritt in einem Folgenüberschrift. Da habe ich doch Gratin so schön geschrieben. So, danke, mir geht's gut. In 2 Wochen geht's in den Sommerurlaub nach Dänemark. Nimm Mückenschutzmittel mit. Ich meine, da wäre Mücke. Aber das hört sich doch gut an. Eier. Wir brauchen Eier. So, schön 12er Eier. Hast du da ein Häuschen dir gemietet oder, wenn man mal so ganz indiskret fragen darf, da sind nur noch 9. Ich glaube, das mit dem Rotationssystem haben die noch nicht hingekriegt, oder? Bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das mit dem Rotationssystem, die füllen einfach nur auf, ne? Das ist keine gute Lösung, lieber Programmierer. Das ist nicht so gut. Dann haben wir hier wirklich Chaos, aber gut. Es ist so viel zu bestellen, ne? Dreimal Eier, dreimal. Was hat denn hier? International. Warum steht denn das eigentlich? Das ist, glaube ich, Kotelett, ne? Dreimal Eier, dreimal Kotelett. Kann ich bestellen, ja, ne? Ja. War das Kotelett? Nee. Steak war das. Steak. Zweimal Kaffee schwarz. Ich kann das nicht. Ui, dreimal Kaffee rot. So, wie viel von dem Kaffee da können? 5. Schade, dass er das wieder aufhebt. Einmal. 1, 2, 3, 4. Wir machen Lagermafall. Jo, wir fahren nun schon seit Jahren immer wieder an die Nordseeküste nach Dänemark. Großes Haus für 8 Personen. Region am Ringkøbingfjord. Ich hoffe, richtig ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das ist Käse. Das machen wir später. Dreimal schwarzer und zweimal grüner Tee. Bin ich ja nicht so der Urlauber. Ich arbeite ja immer. Ne, ständig und immer und 4-mal gehacktes, würde ich sagen, oder? Hackfleisch. Ich kaufe nur 3. Komm, dann haben wir das voll. So, dann können die auch mal ein bisschen arbeiten hier, die Jungs, weißt du? Aber Dänemark, ich hatte irgendwann mal überlegt, ich denke, man könnte auch mal wieder nach Bornholm oder so fahren, weißt du? Ist ja auch ganz schön. War ich mal als Kind.
So, was war das denn? Das war irgendwas mit Huhn, ne? Hühnerknie oder so. Und ein Achterhaus nur für deine kleine Familie oder fahr da mit mehreren? Dreimal Hühnchen, dreimal norwegischer Lachs. Der wird ja nicht gammelig, das ist der Vorteil. Da 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 da. Ich bestell mal von jedem Käse drei. Mal gucken, ob ich das noch auf die Reihe kriege. Käse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dann gab es nämlich noch den Mozzarella. Und es gab noch den Parmesan. Ne? Richtig. Nur Familie. Mein Bruder, seine 5 Kinder und einen Onkel. Ich. 5 Kinder. Mhm. Der hat sich aber auch nicht zurückgehalten, ne? Der hat aber auch Spaß an der Sache gefunden, habe ich das Gefühl. Dreimal Olive, einmal Bratöl. Bratöl. Öl. 1, 2, 3. Und den? Geht doch mal weg. Hier stimmt aber was nicht. Die Knoppers gehören nicht hier rein. Wieso sind hier Knoppers drin? Weiß auch keiner so genau, ne? Ich brauche dreimal Hähnchen, zweimal, einmal. Was war denn das nochmal für ein Aufstrich da? Dieser Kichererbsen-Gedöns, ne? Humus. Ja, sowas futter ich nicht. Ja, hier. Schön gequälter Thunfisch. Das ist meins. Der Spaß ist heute vorbei. Abend für den Unterhalt bis ins Afterlife. Aber die Kids sind klasse. So 2 Wochen am Stück, einmal im Jahr. Naja, weißt du, als Onkel hat man es da, glaube ich, auch so ein bisschen einfacher. Ladies? Ladies? Habt ihr das gesehen? Ich habe das doch... Auch das Schild hatte ich doch weggemacht, oder? Gut, dass ihr jetzt meinen Gesichtsausdruck nicht seht. Ernsthaft. Wenn Blicke töten könnten, ne, hätte ich jetzt einen Mitarbeiter weniger. Arschloch. Boah, sowas hasse ich ja, ne? Und weißt du, was das bedeutet? Huhn? Ne, Hähnchen, ne? Die Kinder sind alle toll und ja, die Position als Onkel bevorzuge ich definitiv. Das glaube ich. Ich habe ja immer so ein bisschen, Probleme will ich nicht sagen. Also Probleme habe ich nicht mit meinem Neffen. Der ist halt ein bisschen komisch, weißt du? Aber das sind ja auch die Eltern. Das ist ja... Ja. Ich habe bestimmt mal Sushi, wie wird ein Sushi geschrieben? So. 1, 2, 3 mal klein, großes Sushi. Komm, wir holen noch ein viertes Sushi. Und das kleine Sushi mindestens zweimal. Es ist übrigens schade, dass das jetzt hier gelöscht wird. So, Milch, Kartoffeln, Bockmilch. Milch, Bockmilch. Naja, du bist auch komisch. Jeder irgendwie müsste dann noch gut zu deinem Neffen passen. Nee, das ist anders komisch. Nee, das ist, weißt du, ich bin ja, also, was heißt Co? Ich wollte doch Kartoffeln schreiben. Kartoffeln.
Ich bin ja nur bedingt komisch, weißt du? Ist ja die Welt um mich herum ist komisch. Bier. Bier ist wichtig. So, wir kaufen uns ein Fässchen blaues Bier. Und wir kaufen uns ein... Hier. Blaues Dingen. Bier. So. Bedingt komisch, richtig. Es liegt ja immer nur an den Leuten drumherum, die das nicht verstehen, weißt du? Die mit dem Humor nicht klarkommen oder so. Das sind ja so Pikierte, weißt du? Da machst du mal so einen kleinen Witz und schon so... Weißt du? Mein Gott. Also manche Leute, weißt du? So, was ist denn hier mit den Limos? Eigentlich fast alle, ne? Also die Colas können wir gebrauchen, die Limos. Ah, die alle um Kopf behalten. Welche brauche ich denn nicht? Die Fruchtlimo da, diese komische. Soda war das, aber das hieß nicht Limo, sondern Soda. Das heißt, wir brauchen die Cola, die Cola, die Cola, die Cola und die Cola. Oh! Da wird sich Josie McMee aber bedanken, denn der Superman, den hat nochmal eben ein Abo rausgehämmert. Tina Resident kriegt auch mal gleich ein Abo geschenkt. Ist sie denn da? Die habe ich schon ewig lange nicht mehr gesehen. Josie McMee freut sich, das weiß ich. Catch Me 63 kriegt auch mal eben ein Abo geschenkt. Streamt selber. Ich glaube, das war ein Follow für Follow. Chips können wir nochmal nehmen, wa? Chips sind gut, Chips. So, das waren alle aus der Zuschauerliste. Wobei mir werden nur zwei Zuschauer angezeigt. Deswegen bin ich gerade irritiert. Weil wir sind wieder in alten Zahlen, weißt du, hier wird richtig... Ne, zwei Zuschauer. Ah. Aber, das heißt, wir haben aktuell keinen Bot. Muss man ja auch mal positiv sehen, weißt du? dreimal Shampoo. Was haben wir denn noch? Zweimal Seife, zweimal Spülmittel, dreimal Shampoo. Seife, zweimal. Was hatte ich gesagt? Was war das? Spülmittel, ne? Hoch soll leben, hoch 19, soll Sarah 92. Hoch, 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 hoch. Alles klar. Weiß ich überhaupt nicht, wer das ist. So ein paar Namen habe ich ja noch drauf, aber 19, Sarah 92. Deswegen kenne ich sie nicht, weil sie ganz neu ist. Hallöchen, herzlich willkommen. Ich bin das, ja. Ja. So. Siehst du, und jetzt habe ich dich gespeichert, weil spätestens mit dem Follow, vielen Dank dafür. Jetzt hat dein Name natürlich, genau, du warst das erste Mal da, deswegen kannte ich dich nicht, siehst du? Ist doch nicht so, als wenn ich meine 391 Follower nicht persönlich kennen würde, also weitestgehend persönlich. Ja. Ich bin ja ein bisschen senil, weißt du, aber so ein bisschen wusste ich ja auch noch. Deinen Namen hatte ich noch nie vorher gelesen, deswegen warst du mir völlig unbekannt und neu, was sich gerade erklärt hat, genau. So, hatte ich nicht Chips bestellt? Anscheinend nicht. Chips. Dann nehmen wir einmal die schönen Paprika-Chips und einmal die komischen hier. Ja, vielen herzlichen Dank, Supermanion, für die ganzen Abonnements. Da freut sich mein Steuerberater. Und das Finanzamt. Weil, Leute, ich weiß, manchmal ist das Leben ein bisschen schwer und manchmal fühlt man sich einsam, aber... Ihr könnt euch sicher sein, einer denkt immer an euch. Das Finanzamt. Ich weiß jetzt nicht, ob das hilft, aber... Naja, ich wollte es nur mal gesagt haben. So, ich bestelle noch mal Schokolade und dann können wir einen Tag starten, oder? Komm hier. Ach, da sagen die Leute, ich sei komisch. So, ich mach mal hier weg, wa?
Auch wieder ein Wiener Walzer. Was ist denn los? Ich könnte fast auf einen Opernball gehen mit der Musik, wa? Aber Wiener Walzer ist auch schön zum Tanzen, muss ich dazu sagen. Das macht schon Spaß. Hi! Sagen Sie mal, haben Sie heute Nacht was vor? Ich hätte um 21 Uhr Schluss, bleiben Sie mal stehen. Ich mache um 9 Uhr den Laden zu. Wollen wir dann vielleicht noch ein Soda bei mir am Kühlschrank trinken? Was? Nein? Dann nicht. Na, ich hätte ja sein können. Also, ich muss sagen, die Idee mit dem Schwarz war wirklich gut. Das, mit diesem schwarzen Klavierlack, das sieht richtig gut aus, ne? Also richtig edel. Passt gar nicht in diese Assi-Gegend hier. Aber ich bin der einzige Supermarkt. Mach mal zu, ihr macht das schon, ne? Hi. Weil ich verdiene jetzt Geld, ohne was zu tun. Das ist doch super. Aber sag mal, hatte ich nicht gerade noch mehr Geld? War ich nicht schon in den 80ern? Warum habe ich denn so wenig Geld plötzlich? Food, ich glaube, hier kann ich demnächst einkaufen gehen. Da hat er ja auch was geplant. Oder so. Mal gucken. Aber wir kommen hier nicht aus der Höhle raus. Das ist so eine umschlossene Community hier. So, aber wir sind ja hier nicht zum Wandersimulator, sondern wir wollen ja hier ernsthaft und hochprofessionell Supermarkt spielen. Ah, sieht ganz schön aus. Ja, irgendwann kommt noch ein Soda. Aber wie gesagt, ich bleib dabei. Ja, Moment! Ich bleib dabei. Ich wollte jetzt nicht sofort anfangen, alle Lizenzen zu kaufen. Weil dann haben wir später nochmal was. Und jetzt, was, in den 80ern? Ich hätte dich maximal auf 39 plus geschätzt. Ja. Ich habe bestimmt schon wieder irgendwas gesagt, was dich zu diesem Kommentar verleitet hat, ne? Das Schöne ist, dass ich nicht weiß, was ich da den ganzen Tag rede. Einmal Pommes. Überleg mal, Pommes für 5,99. Die sind doch von McCain, oder was? Wiener Walzer? Wann habe ich denn mal was mit den 80ern erzählt? Dass ich 80 wäre? So, was ist denn jetzt hier mit den Kunden? Hallo. Beim Thema Geld. Dein Spruch, war ich nicht eben in den 80ern? Ja, ich scholze jetzt. Gut, dass ich keine Cam an habe. Keine Ahnung. Aber so ist das mit dem Reden. Weißt du, du redest und redest und redest. Muss ja irgendwie Inhalt machen, ne? Ich hab keinen. Was ich erzähle. Da, 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 da. So, was haben wir denn hier? Kampfberichte. Plünderung gescheitert, alles klar. Nicht gesammelte Eventbelohnung, das ist nicht wichtig. Was ist im Clan los? Clanwachturm errichten. Bau mit 15 Uhr, aber da war ich dran beteiligt. Naja, der steht, alles klar. Gut. Hi! Ja, Sie können hier ruhig eine Minute warten. Ich bin immer noch schneller als meine Kollegen mit den Motten im Schrank. So, beim Wechselgeld rausgeben könnte ich noch ein bisschen schneller werden. Da gebe ich Ihnen recht. 75, 80, 1, 2, 83. So, das gute Sushi. Sehr gut. Können wir mal weniger mit Bargeld arbeiten? Und ich bleib dabei, dass fertig, dieses TK-Gericht sieht gar nicht so schlecht aus. Also, schöne Verpackung. Ich finde, da hat er sich sowieso Mühe mitgegeben. Mit den Verpackungen und so weiter. Das hat er schon, der Entwickler, ne? Das ist ein Einzelentwickler aus der Türkei. Und ich finde, das hat er schon teilweise ganz schön gemacht. Geh auch gleich wieder auf den Chat ein. Jetzt muss ich mich wieder mal ein bisschen konzentrieren, ja? Oh, mit dem Kassieren hier. 89. Warum geht das eigentlich nicht automatisch hier? Billig Kasse wieder, weißt du, habe ich wieder die ganz billige Kasse gekauft. 71, 50, 60, 70, 71.
5, 6, 25, 38. So. Das ist aber auch ein netter Einkauf. Ich mach gleich Licht an. 20, 30, 31, 32, 75, 80, 87. So. War erstmal ein paar Minuten Erinnerungsspanne wie eine Fruchtfliege, aber eine tote. Absolut. Ich sag ja, ich scholze jetzt. Das ist mir egal. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Wenn jemand Geld will, keine Ahnung. Sagen Sie mal, ich bin doch keine Wechselstube. 50, 70, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 25, 35, 45, 49. Mann, oh. Kaufen Sie mal, Sie hätten ja noch ein bisschen was einkaufen können. Drei Sachen, ne? Und 62, das sind ja Preise wie im richtigen Supermarkt. Ja, das ist ja fürchterlich. Mehl und Eis. 1, 2, 3, 25, 35, 45, 48. Hier, du bist der Wechselbube. Wechselbube? Bist du nur wieder der Wechselbube? Der Wechselbube aus der Wechselstube, oder was? 50, Deck. 1, 2, 3, 4. Nee, das ist hier, weißt du, das ist Geldwäsche. Das ist, die kaufen dann Snickers ein, weißt du, und bezahlen mit dem Tausender. Manche versuchen es auch mit dem 2000-Euro-Schein, aber den lehne ich ab. Ein Tausender lasse ich mir noch gefallen, aber. Ich glaube, das geht. Genau, schlechter Wortwitz auf Wechselstube. So sieht das aus. Wir verstehen uns. Schlechte Witze sofort. Wer hat meinen Kaffee leer getrunken? Aber ich kann... Moment, ja? Ich mache mir mal eben einen Kaffee. Sie haben noch Zeit, oder? Der duftet und dampft. Sehr gut. Ja, Leute, so viel Zeit muss sein. Einen schönen Kaffee trinken. Andere machen sich langsam bettfertig. Wer übrigens in 16 Sekunden Werbung sieht... Das liegt nur daran, dass ihr kein Abonnement abgegeben habt. So. La 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 la. Jetzt können wir. Eins, zwei, 50, 5, 6, 7, 8. Du. Mayo und Bier, das schmeckt aber auch nicht. Aber schön kacken danach. Danach kannst du kacken. Die schwanken aber auch, ne, mit ihrer Karte. Wie ein Pirat auf hohem See, du. Ja. Oh, hallo. Na? Schätzchen, bist du wieder einkaufen? 99. Weißt du was? Wir haben noch Zeit, ne? 50. 5, 6, 9, 10, 10. Ich gebe dir keinen Dollar raus. Da bin ich viel zu geizig für. Moment! Das machen die übrigens immer, ne? Wenn ich gerade gegangen bin, dann kommt noch einer. Aber ist mir egal, ich will Geld. Geld. Denn Geld, Geld, Geld. Nur für Geld hast du dich gequält, um es zu bekommen. Wie gewonnen, so zerronnen. Dafür gingst du auf den Strich, aber nicht für dich, sondern nur für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Oh Gott, ist der heiß! Mein heißer Kaffee ist ja super, ne? Aber. Ich muss sagen, die Kaffeemaschine ist wirklich gut. Stand damals in meinem Büro. Und da das Büro zu ist, kann ich das ja jetzt nehmen. Wenn das Finanzamt erfährt. Oh Gott. So. Kann ich jetzt? Komm, zieh die Kartoffel über Band. Junge, was machst du denn da?
Mir fällt schon das Reden schwer, wenn ich das sehe, ne? Ist für mich Einschlafen angesagt. Ernsthaft. Das ist. Junge, 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 wie kann man denn so gemütlich kassieren? Also du hättest im alten Aldi-System hättest du, aber du wärst aber achtkant rausgeflogen. Aber achtkant. So, kommt vielleicht etwas spät als Nachfrage, gerade bei meinem Gedächtnis. Aber was meintest du vorhin mit, bin mit so vielen Ameisen beschäftigt? Da fehlt mir irgendwie der Kontext. Das liegt daran, dass ich aktuell, ich bin jetzt so ein gutes Jahr dabei, The Ants Underground Kingdom spiele. Das ist so ein Pay-to-Win-Game, wo ich kein Geld reinstecke, deswegen brauche ich ein bisschen länger. Und wir sind seit letzter Woche Montag in einem Special-Event mit unserem Clan. Und wenn du mal auf unserem Level-Up-Discord vorbeischaust, dort kannst du mittlerweile The Ants Underground Kingdom als Thema auch abonnieren. Und da bin ich relativ aktiv, was so das Posten angeht. Habe jetzt gerade wieder so ein Short dazu entwickelt und auf YouTube hochgeladen und mache da gerade Inhalte und so weiter zu. Und das ist auf unserem Level-Up-Discord, den ich übrigens sehr empfehlen kann. Wenn jemand einen Discord-Community sucht, bitte sehr, da sind wir kostenlos bei uns. Sowas wie Clash of Clans Mobile Game, genau so in diese Richtung geht das. Und da mache ich gerade Inhalte zu und so weiter und versuche gerade ein paar Leute auf den Discord zu lotsen. In den letzten Tagen sind da so ein paar rübergeschwappt, die sich dann hoffentlich auch für andere Spiele interessieren, wie das immer so ist. So, während die noch packen, machen wir mal Tagesabschluss, wa? 86 Kunden. Jawohl, alle zufrieden. Sehr gut. Ich habe vielleicht das Lager ein bisschen voll gemacht. Ein bisschen. Na gut, kann ich mit leben.